Heute haben keine Fische angebissen. Es wird echt problematisch mit unserer Nahrung. Das bereitet mir langsam Sorgen. Leute, Leute, bitte kommt schnell her. Was gibt es? Leila, sie bewegt sich fast gar nicht. Und wenn, dann humpelt sie fürchterlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben auch leider keinen Verband oder irgendwas hier oder Gips, dass wir ihr helfen könnten. Leila, was hast du denn? Wie lange ist das jetzt schon so? Ich weiß nicht. Gestern ist sie halt einfach, da hat sie sich schon noch halbwegs bewegt und heute ist sie halt ausgerannt und hat sich fast gar nicht mehr bewegt und wenn, dann ist sie ganz stark humpelnd ausgerannt. Und vielleicht hat sie sich was eingetreten oder so. Ich weiß ja nicht. Wir haben den Hund gefunden, wir wissen ja nicht, wie alt er ist. Oh ja, aber er war doch immer so verspielt. Sie war so verspielt. Ich verstehe das nicht. Es wird dunkel, Leute. Ihr wisst, es ist mittlerweile kalt draußen, wenn es dunkel wird. Wir müssen rein. Wir lassen die Tür offen und falls Leila will, kann sie reinkommen. Okay. Aber wir müssen jetzt rein. Kommt. Leila, und du kommst rein, wenn du das möchtest, okay? Gut. Okay. Dann lass uns einfach jetzt hier drin verbringen, weil draußen ist es zu kalt. Es wird leider schon alles in Ordnung sein. Das ist... alles gut. Ja, ich hoffe, geht's bald wieder besser. Na klar. Ich würde sagen, wir essen jetzt noch Armut und dann legen wir uns schlafen. Okay. Fuck, Mann, was war das? Leute, Leute! Ja. Hast du das gehört? Was denn? Hier war, da war irgendwas draußen. Geh mal nachgucken. Oh mein Gott. Leute. Was ist das? Sind Knochen und Blut. Ich steh auf. Komm. Was? Oh verdammt, wo ist der Hund? Der Hund ist weg. Leila. The fuck? Wo ist der Hund? Oh Scheiße. Ich hab keine Waffe. Ich hab das Messer. Stich ihn ab. Aber sei vorsichtig. Warte, bis er kommt. Direkt in den Kopf, in die offene Wunde, los! Ja. Gut. Verdammt! Wie kommt der denn hierher? Keine Ahnung. Wahrscheinlich durchs Wasser. Ja, aber wir sind doch hier irgendwo auf so einer verdammten Insel. Wisst ihr, wie weit wir vom Festland weg sind? Wir waren doch selber im Boot. Wir sind doch meilenweit auf Wasser gewesen. Wir sind hier in irgendeiner Insel. Die ist jenseits von anderen Kontinenten. Wie kommen die hierher? Die können nicht schwimmen, oder? Ja, das müssten sie aber fast. Verdammt. Müssen wir mal sehen, ob hier noch mehr sind. Aber wenn, ja genau. Geh du vor, du hast die Waffe. Alter, verdammt. Wo kam der her? Bestimmt aus dem Wald. Weil hier war schon ewig nichts mehr. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und wo ist Leila? Er hat doch nicht etwa Leila zerfleischt. Anscheinend wohl schon. Also, bis jetzt ist hier nichts. Hier ist doch überall nur Wasser. Hier, alles nur Wasser. Wo kommt der her? Ich kann das nicht verstehen. Okay, lass uns weiter schlafen und morgen früh schauen wir weiter. Ja, okay. Der arme Hund.
Wir verbrennen morgen die Überreste des Hundes. Okay? Ich glaube, das wäre das Beste. Okay. Bevor die Überreste noch irgendwelche anderen Zombies anlockt. Oder Chaser. Ja. Alles klar. Lass uns weiter schlafen. Ich behalte die Waffe lieber noch, falls irgendwas kommt noch. Morgen. Ein bisschen Licht hier reinlassen. Okay. Dann müssen wir wohl heute die Überreste des Hundes verbrennen. Ich gehe das Holz suchen. Alles klar. Gehst du in den Wald? Jo, ich habe ja mein Messer dabei. Alles klar. Okay. Wir könnten eventuell... Versuchst du vielleicht auch mal ein bisschen Fische zu kriegen, Martin? Mach ich, ja. Okay. Und wir beide, wir gehen mal nach dem Weizen schauen. Okay. Es sind einfach viel zu wenig. Sie haben zu lange gebraucht zum Wachsen. Wenn das so weitergeht, verhungern wir hier bald. Das reicht jetzt für eine Woche. Lilling hatten wir auch zurzeit nicht mehr. Ja, die Weizen hier reichen jetzt für eine Woche und danach ist wieder Schluss. Und bis die neuen Weizen soweit fertig sind, dauert das mehr als eine Woche. Wir werden hungern müssen, wenn wir jetzt keine Fische mehr kriegen. Es wird eine Hungersnot diesmal sein. Wir müssen uns zurückhalten mit dem Essen. Ab sofort nur noch eine Mahlzeit pro Tag. Ja, das wird das Beste sein. Ich hoffe einfach, Martin kriegt ein paar Fische. Ja, das hoffe ich auch. Hm? Oh Mann. Aber das kriegen wir schon hin. Wir haben es bis hierher geschafft und schaffen es auch weiterhin. Ja. Obwohl mich der Zombie letzte Nacht schon ein bisschen beunruhigt hat. Ja, mich auch. Ich verstehe immer noch nicht, wie der hergekommen ist. Aber das werden wir wohl nicht herausfinden. Hey Leute, ich hab genug Holz zusammen. Alles klar, dann lass uns jetzt einen kleinen Berg von dem Holz bauen und dort die Überreste des Hundes drauf machen und das dann anzünden. Wo seid ihr hin? Komm mit. Am besten hier hinten. Hier. Bau das hier hin. Okay. Wir gehen noch auf die anderen Weizen schauen. Sie sind auch alle reif, aber reicht auch wieder nur für eine Woche. Wir kommen nicht vorwärts. Also wenn es so weitergeht, werden wir vermutlich Probleme bekommen und nicht geringe. Ja, die Bäume tragen keine Früchte, wir haben hier keine Tiere. Wir können nur von Fischen und von Weizen leben. Auch das Trinken wird langsam knapp. Ja, was soll denn her? Wir trinken noch so viel herkriegen. Wir können doch kein Meerwasser trinken. Ja, eben. Und im Brunnen ist kaum noch Wasser. Und da kommt kein neues. Wir kriegen kein neues Wasser gepumpt. Und das Meereswasser, das können wir nicht nehmen. Also. Ansonsten, ja. Zu viel Salz. Wir werden das nicht überleben, wenn das so weitergeht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen irgendwie, ich glaube wohl oder übel, wir müssen zum ersten Mal nach ein paar Jahren müssen wir die Insel verlassen. Wir müssen irgendwie auf Festland. Wir haben noch unsere Boote noch. Wir werden wohl aufs Festland müssen. Wir müssen einfach versuchen, irgendwo neue Nahrungsmittel aus Läden zu bekommen und trinken und so weiter. Und ich hoffe nur, dass es nicht noch weitere von diesen Chasern gibt. Ja, es war vielleicht noch ein Überlebender, der vielleicht auf dem Meer gestreut ist oder so.
Keine Ahnung, vielleicht ist er hier auch bloß gestrandet oder so. Ich denke mal, nach 3 Jahren müsste diese Krise jetzt mittlerweile behoben sein. Vielleicht gibt es noch schon wieder mehrere überlebende Menschen. Ich denke mal, die Bevölkerung ist mittlerweile schon wieder ein klein wenig gewachsen. In 3 Jahren ist viel passiert. Ja, das kann schon sein. Also der Haufen wäre jetzt fertig. Also ich habe das Gras auch ein bisschen weggemacht, nicht dass der Wald noch anfängt zu brennen. Und hier können wir dann, oder hier müssen dann die Überreste rein, dann würde ich sagen, zündest du das an. Alles klar, okay. Ich würde sagen, wir zünden es heute Abend an. Ja, dann ist Martin noch da. Zur Abenddämmerung. Und dann versammeln wir uns alle drumherum. War ja auch ein treuer Kamerade von uns. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Sie hat uns immerhin... Sie hat uns zwar durch ihr Bellen, als sie noch ein kleiner Welpe war, eine Menge Ärger eingebrockt, aber immerhin hat sie uns jetzt dann beschützt gehabt. Sie war einfach treu und hat uns einfach immer wieder aufgemuntert. Ja. Aber es ging ihr nicht mehr gut. Wer weiß, ja. Sie war vielleicht schon etwas älter jetzt. Ja. Wir wissen ja nicht mal, ob sie überhaupt noch ein Welpe war. Sie war halt nur sehr verspielt, aber das muss ja nicht heißen, dass sie noch ein Welpe war. Ja, irgendwann muss halt das Ende kommen und es ist halt schwer, aber man kann nichts dagegen machen. Ja, leider. Egal. Ich gehe mal kurz runter nachschauen, was die Fische sagen. Okay. Martin? Hm? Was ist mit den Fischen? Wie sieht's aus? Hast du schon was gefangen? Ja, 5 Stück habe ich gefangen diesmal. Oh, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Dann haben wir wenigstens was zu essen für heute Abend. Naja. Wir haben mittlerweile eine kleine Krise. Die Weizen sind jetzt reif, aber alle zusammen reichen für maximal 3 bis 4 Wochen. Und auch nur dann, wenn wir jeden Tag bloß eine Mahlzeit essen. Ja, das überlebe ich nicht. Müssen wir leider. Die Fische, die gehen auch langsam zur Neige. Ja, da haben wir schon zu viele rausgefischt. Ja, überleg mal, wir sind schon 3 Jahre hier. Mittlerweile sind hier kaum noch Fische. Ich sehe hier keinen einzigen. Und das Problem ist, im Brunnen ist fast kein Trinkwasser mehr. Maximal noch 10 Liter. Das reicht nicht lang. Wir müssen wohl eben morgen aufs Festland. Aufs Festland? Wir müssen aufs Festland. Wir müssen irgendwie Festland finden. Weil wir schaffen das einfach nicht mehr sonst. Wir müssen irgendwelche Läden finden, wo es vielleicht Nahrung und Trinken gibt. Weil hier überleben wir es nicht mehr lange. Sonst verhungern und verdursten wir. Naja, dann würde ich sagen, Festland alles ausplündern und wieder hierher fahren. Ja, wir müssen nur den Weg aufs Festland finden und dann auch wieder zurück. Ja. Naja. Okay, also am besten, du kommst jetzt gleich mit hoch. Wir wollen zur Abenddämmerung die Reste des Hundes verbrennen. Okay. Okay. Also ja. Fisch mal noch ein bisschen und dann... Alles klar. Dann komme ich gleich hoch. Alles klar. Nur in Frieden, alte Freundin. Leb wohl, Leila. Danke, dass du uns so treu warst. Werden dich vermissen. Leb wohl.
Zumindest hat sie jetzt keine Schmerzen mehr. Ja. Ich hoffe, ihr geht jetzt. Jetzt geht's auf jeden Fall besser. Guter Fang. Was ist das? Ein Feuer? Überlebende. Michael! Überlebende! Michael! Nun denn, Leute. Bereitet die Sachen vor. Wir müssen noch heute Nacht abreisen. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Leute, jetzt beginnt die große Reise. Das erste Mal nach circa 3 Jahren, dass wir unsere heimatliche Insel verlassen. Hoffen wir nur, dass das gut geht. Ja. Habt ihr alles dabei? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ab in die Boote und lasst uns Festland suchen. Los geht's. Wie lange fahren wir denn schon? Zu lange. Hey, da hinten ist Land! Eine ganze Ewigkeit. Oh, endlich. Seht ihr das? Ja. Land. Hey, wir müssen irgendwo versuchen, am Ufer halten zu können. Hier hinten scheint mir eine geeignete Stelle. Und ja. Hey, da hinten ist er. Da hinten ist wer. Ich sehe es, aber erst mal vorsichtig sein. Wir wissen nicht, ob er flüchtig ist. Ja. Okay, ganz vorsichtig aussteigen. Gut. Lass uns mal hingehen. Aber vorsichtig sein. Wir wissen nicht, ob er alleine ist. Wir wissen nicht, ob er bewaffnet ist. Und wir wissen außerdem nicht, ob der noch klar denken kann. Alter, Leute, kommt mal her! Was zum Fick ist das? Seht euch das an, Alter, das ist ja eine kleine Festung. Das sind Gefängniszäune. Lass uns einfach hingehen, das sind bestimmt keine bösen Leute. Okay, dann lass uns reingehen. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Mein Name ist Emanuel und wer seid ihr? Wir sind, also, wir stellen uns einfach mal eins vor. Das da ist mein bester Kumpel Martin. Und ich bin der Cody. Hm? Und ihr könnt euch auch vorstellen dann. Wir sind dann, auf jeden Fall, wir sind hier auf Festland, weil wir Nahrung suchen. Sag mal, wüsstest du vielleicht irgendwo einen kleinen Laden oder sowas, den man plündern könnte? Laden plündern hier in dieser Gegend? Niemals. Aber wir haben
eigentlich ganz guten Stoff. Wir leben hier schon seit, also ich und mein Kumpel leben hier schon seit 10 Jahren. Also, falls ihr Essen braucht, bitte. Wow, das ist ja wirklich sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Also, Sie sind hier jetzt schon 10 Jahre? Jo, mit meinem Kumpel Michael. Wow, okay, okay. Wir sind jetzt seit 3 Jahren vom Festland getrennt. Wir waren auf einer einsamen Insel, circa 8 bis 9 Stunden mit dem Boot von hier. Aha. Ich habe eine kurze Frage. Habt ihr das Feuer in der Ferne gezündet? Hast du das einfach gesehen? Ja, sehr deutlich sogar. Aber es war doch, so groß war das doch gar nicht. Nun ja, von dieser Entfernung kann man schon über den Ozean sehen. Und naja, wenn schon eine Weile bei euch nichts gekommen ist, dann kann man es leicht sehen. Oh, verdammt, okay. Gut, das ist ja ziemlich gefährlich. Wenn du das gesehen hast, dann hätten das ja auch genauso gut ganz viele Chaser. Scheiße. Das ist uns egal. Ja, aber die zerstören unser Haus. Nicht, dass unsere Insel dann vollkommen bewohnt ist. Wir müssen auch wieder zurück. Wir wollten nur auf Festland, um uns Nahrung zu holen. Ihr könnt ruhig hier bleiben. Das ist kein Problem. Das ist wirklich zu nett, aber nein, danke. Wir haben unsere eigene kleine Insel und da leben wir mittlerweile schon 3 Jahre und da finden wir es immer noch am besten. Ich möchte jetzt euch nicht hier behalten, aber überlegt mal, wenn ihr da seid und wieder eine Hungersnot habt, dann könntet ihr ein Problem haben. Hier seid ihr versorgt. Wir haben hier Schweine, Kühe. Wir haben sogar Chaser-Fallen, wie ihr da vorne sehen könnt. Und wir sind hier schon seit 10 Jahren, haben Bäume und uns geht's hier auch ganz gut. Wir haben genügend Fische und ja, wenn ihr wirklich wieder dahin wollt, ich halte euch nicht auf. Naja, wir sehen uns mal ein bisschen hier um. Wir müssen, wenn es geht, heute erstmal irgendwie hier bleiben, weil wir können ja nicht die Nacht schon wieder da. Wir müssten dann mal schlafen, dann auch heute Abend. Kommt rein. Okay. Nehmt gern. Okay. Und das hier ist so eine Chaser-Falle. Ja, das ist ganz einfach. Die Hühner da oben, also bitte nicht eintreten, sonst seid ihr gefangen. Auf jeden Fall die Hühner da oben, die locken die Chaser an und wenn die so dumm sind, dann laufen die da rein. Und ja, dann sind die immer fürs Erste gefangen. Und wir studieren die hier. Da hinten ist ein Chaser. Geht langsam weg. Ich hab meine Waffe noch. Langsam weg. Wir gucken, ob die Falle klappt. Und gefangen ist der Kleine. Faszinierend. Oh. Das ist wirklich... Wow. Er kommt da nicht mehr raus. Manchmal kann es sein, dass die ein kleines bisschen rauskommen, aber... schon schnell genug. Konnte ruhig umbringen. Nein. Ich habe leider keine Waffe, aber... Nicht aber. Okay. Dann neu kommen. Auf jeden Fall schlau. Und so studiert ihr die Dinge, oder wie? Ja, wir nehmen ihre Organe und so. Oh, wow. Ja. Und wir wollen nämlich... Sind wir schon jemals Chaser durchgekommen? 10 Jahre und die Mauern sind immer noch perfekt. Also ich schätze mal, nein. Also... Und das hier sieht eher aus wie irgendwie so eine ehemalige Station der Polizei oder irgendwie sowas. Ein Teil davon war wirklich hier und stand hier ein paar Jahre, aber... Ja, wir haben ein bisschen umgebaut. Kommt rein. Echt nett hier eigentlich. Ja, finde ich auch. Ist schon ein bisschen groß von außen, aber im Inneren ist doch wenig eingerichtet. Nur das Nötigste. Hm. Okay, nicht schlecht. Ihr habt es hier auf jeden Fall sehr gemütlich, muss man sagen. Ja. Zwar mieft es hier ein kleines bisschen, aber man gewinnt sich schnell dran. Und wohin geht's denn nach oben? Nach oben geht's zum Aussichtsturm, damit wir auch sehen können, was kommt. Dürfte ich da mal hoch? Gerne.
Wow, von hier oben hat man ja echt alles im Blick. Ja. Das ist echt nicht schlecht. Das ist saubere Arbeit. Danke. Wow, ihr habt's hier wirklich gut. Es ist sehr sicher hier. Habt ihr auch Schusswaffen? Schusswaffen nicht, aber wir arbeiten mit Bögen, also damit es sehr leise ist. Ah ja, okay. Ich verstehe. Ja, ihr habt's ja auf jeden Fall sehr gut. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder so für eure Gastfreundschaft, wir würden gerne irgendwie euch entgegenkommen, damit ein bisschen helfen. Wir können alles machen. Gerne, wir können auf jede Hilfe nie verzichten. Super, okay. Und ihr Kumpel, ist der gerade jagen oder? Der ist gerade hinten im Wald arbeiten und holt ein bisschen Holz. Hier ist nur unsere Notfall. Ja, Holzanlage. Oh, okay. Ich zeige euch noch kurz den Keller. Natürlich. Also hier schlafen wir und hier haben wir auch die Waffen drin, halt Messer, Schwerter, wow. Bögen. Ah, okay. Und ja, dann kommt weiter. Haben wir hier unsere Kühe und Schweine. Ah, hier ist die kleine Farm also. Und damit sie auch bloß nicht verhungern, haben wir hier noch Nahrung für die Tiere. Und zu guter Letzt, zwar kostet es sehr viel, um es zu bauen, aber ein kleiner, ja, Entsalzer, wie ich es gerne nenne. Ich tue einfach nur die Gläser mit dem Salzwasser aus dem Meer rein und ja, dann filtert das und unten kommt dann frisches Wasser raus. Damit wir auch nicht gesalzenes Wasser haben. Das ist eine verdammt kluge Lösung. Man tut, was man kann. Wir hatten bei unserer Insel leider bloß einen kleinen Brunnen, mit dem wir Grundwasser pumpen konnten, aber mittlerweile geht das auch nicht mehr. Wir haben maximal noch 10 Liter. Ich habe bald genügend Materialien zusammen, um noch eins zu bauen, also ihr könnt ruhig einen mitnehmen, ist nicht so schwer. Das wäre natürlich sehr freundlich. Hm? Okay, also wir würden dann erstmal ein bisschen hier bleiben und so ein bisschen umsehen, vielleicht auch ein bisschen eigenes lernen und so weiter, dass wir uns das auf der Insel dann auch anbauen können oder so. Gerne. Tricks abschauen. Aber wie gesagt, wir stehen gerne bereit für Hilfe, also... Ja, aber ihr braucht bestimmt Betten. Ich mache euch mal kurz welche. Alles klar. Oh, der ist echt nett, oder? Ist okay. Ja. Kurze Frage. Ja. Ist es okay, wenn ihr in Schlafsäcken schläft oder... Ja, klar, das ist in Ordnung. Ja. Hauptsache ein bisschen Schlaf. Oh, das ist echt nett, oder Leute? Ja. Ja, schon. Okay. Vor allem diese Festung, ich meine, die ist man doch vor allem sicher. Ja, also... Ich weiß nicht, Leute. Sollten wir hier bleiben? Also, ich wäre dafür. Ich meine, zumal könnten wir uns ja auch unser Zeug mitnehmen und hier neben der Festung, sag ich mal, unser eigenes Territorium, sag ich mal, aufbauen. So, wenn ihr müde seid, könnt ihr schon hinlegen. Alles klar, gut, danke. Sonst noch irgendwas trinken, essen? Nein, wir sind erstmal versorgt. Okay. Wenn ihr was braucht, einfach nur fragen. Ja, na klar. Gut, dann lass uns einfach erstmal ein bisschen hierbleiben und... Erstmal erholen. Natürlich, ja. Und dann sehen wir weiter. Wir können uns hier noch einiges abgucken, wie ich sehe. Na dann. Gute Nacht. Nacht. Ah, schön köstlich.